So, hallo, Zeit für ein neues Things Level. Letztes Mal muss ich nachdenken. Rotation war letztes Mal. Und jetzt haben wir dieses One Must Fall, beziehungsweise bei mir heißt es hundertprozentig, und das wird sicherlich auch mein Videotitel werden, das weiß ich jetzt schon. One Must Fail. Ich meine, ergibt doch Sinn. Auch wenn es ein sehr plumpes Wortspiel ist. Aber egal. Ich nutze die gerne. So. Rein da. One must fail. All sprites must be offscreen in order to progress. Oh. Okay. Also, one of you must fall. All sprites must be offscreen in order to progress. Ja, dann muss. Okay, das ist wie eine Show aufgebaut oder so. Okay, also, oh mein Goodness. Ist das wie so ein Battle Royale gedacht? Ich meine, die denken, die haut von selber gleich wieder ab, so. Ah ne, die kommt wieder. Ah, da muss ich den Kollegen hier drauf pfeffern. So. Jetzt muss ich den da oben wegpfeffern. Oh, das ist ein Bosskampf. Ach so. Na, oh mein Gott. Okay. Ja, moin. Ich sehe gerade hier, dass hier am Rand überall Dings ist, wie wo die herkommen. Das heißt, ich kann mich da schon so stellen, dass ich nicht getroffen werde. Zumindest meistens nicht. Das ist doch praktisch. Ich frage mich, ob es dann hier mehrere Phasen gibt. Sehr gut. So, ich meine, die Pflanze als erstes weg ist ja erstmal klar. Und dann muss ich eigentlich nur dem da unten immer ausweichen. Genau, dem da. Ah! Ne? Also der, der da von links kommt. Dem muss ich ausweichen. Alle anderen Kanonen interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Oh. Ich hab gedacht, ich habe die Pflanze erwischt. Ah, warte, ich habe eine Idee. Wenn ich hier stehen bleibe, kommt die Pflanze erstmal nicht. Dann kann ich die viel besser. Ja, dann kann ich die viel besser loswerden. Ich halt nicht dumm wäre. So, ich kann es aber verzögern, bis die kommt. Genau so meinte ich das. Perfekt. So, jetzt habe ich nur noch die Kanonen und den. Also das muss doch jetzt machbar sein. Meine, er ist ja sogar immer unter mir. Ich muss eigentlich nur hochwerfen. Und nicht dumm sein! Come on! Kerl, was machst du? So. Unfassbar. So. Also es ist ja jetzt wirklich simpelst. Jetzt darf ich echt nicht. Also wenn ich jetzt. Das darf eigentlich nicht passieren, dass ich jetzt irgendwie drauf gehe. Es sind ja ganz normale Sprünge, die hier jetzt von mir verlangt werden. Und Aktionen. Muss halt. Okay, da war ein bisschen viel los, aber. Ja, mein Gott, stelle ich mich an. Mist, die Pflanze ist noch am Start. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Komm her. Mann. Tschüss. So. Ich muss sie einfach nur gerade hochwerfen. Das ist eigentlich echt alles. Kurz warten, hochwerfen. Nächsten holen. Warten, hochwerfen. Na bitte. So, und jetzt warten wir halt, bis alle weg sind. Ja. Jetzt. Okay, jetzt hoffe ich aber, dass das. Ja, natürlich sind das wieder extra States. Sehr schön. Sonst wäre das irgendwie ziemlich krass, wenn man alles auf einmal nochmal machen müsste. So, was muss ich hier tun? Was sind das für Blöcke unter dem Kollegen? Muss ich die treffen? Ne, da kann ich gar nicht reinschießen, oder wie? Ne, die gehen kaputt. Ja, so auch nicht. Ah, warte, sind das Piep. Sind das. Muss
Muss ich eine Dings machen? Muss ich an diese P-Dinger da oben ranhüpfen? Sind das irgendwelche Blöcke, die ich aktivieren kann? Dafür muss ich erstmal einen Shell-Jump hinkriegen. Um das rauszufinden, das war die falsche Ecke. Ah, die andere Ecke. Aber ich meine, muss doch einen Grund haben, dass da oben so ein P ist. Ja, das sind... Okay, verstanden. Okay, und es hält nur kurz. Got it. Mhm. Aber vielleicht schaffen wir zwei auf einmal. Das ist dann sozusagen so eine Art Mini-Boss-Rush mit interessanten Ideen. Das war sehr gut. Ich würde gern zwei auf einmal schaffen. Das erscheint mir möglich, aber ich weiß es nicht. Da muss man schon sehr gut, glaube ich, agieren. Jetzt die mit... Naja, vielleicht machen wir es doch einzeln. Wir machen es einzeln, komm. Was soll der Geiz? Ja, wir machen es einzeln. Ist sicherer. Ist sicherer. Aber wie er einfach seinen eigenen Untergang hervorholt. So, wenn er nichts machen würde, würde ich einfach sterben. Und er so, hey, ich helfe dir, mich zu besiegen. Okay, danke. Ja, jetzt nochmal. Okay, also. Kriegen wir schon hin. Schönes Ding um Shell-Jumps ein bisschen. Wobei ich überlege gerade, ob... Nee, ich muss ihn die Hand nehmen vorher. Ich wollte sagen, ob ich einfach so von denen abspringen kann, aber nee, kann ich nicht. Ich muss die schon in die Hand nehmen und dann davon abspringen. Ah, ich bin zu schlecht für Shell-Jumps. Also so am Stück. Das ist schon... Ist eigentlich ärgerlich, weil eigentlich würde ich so denken, irgendwann habe ich mal das Gefühl raus, sie wirklich gekonnt einzusetzen. Ich meine, ich weiß, wie sie gehen. Aber ich kann sie nicht gekonnt einsetzen. Es ist trotzdem immer so... Ja, wie gesagt, ich weiß, wie sie gehen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie immer funktionieren. Sieht man ja. Ah, nee! Ja, schade. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich hätte gern so dieses Gefühl, dass ich es 100%ig hinkriege. Also 99%ig hinkriege. 98 würde auch schon reichen. 90%ig würde auch schon reichen. Aber das ist nicht da. Ja. Ah, jetzt habe ich den wieder verfehlt. Okay, ein bisschen schneller. Okay, je schneller ich da hinkomme, umso besser. Das macht's. Okay, das macht's besser. Ich muss den sofort loslassen. Dann passt das ganz gut. Ne, jetzt hat's nicht... Wie habe ich das gerade gemacht? Das war gerade echt gut. Ja? Nee, wohin? Ja. Oh, ich hab die Dinger nicht gedrückt. Ups. Nein, jetzt habe ich den verfehlt. Okay. Aber da bin ich jetzt echt auf die anderen Bosse gespannt. Ha! Imagine einfach, man müsste alle Bosse am Stück machen und es gäbe keinen Zwischenspeicher. Ich müsste jedes Mal jetzt den Lakitu vom Anfang machen. Dann würde ich staten. Dann würde ich sowas von staten. Weil das hätte dann für mich überhaupt keinen Sinn.
Das wäre wirklich der Punkt, wo ich sagen würde, jetzt wird gesafe-stated. Aber hier nicht. Jetzt komm schon! Ah! Oh! Zu langsam. Oh. Nein! Okay. Komm schon! Oh Mann! Ich erwische den zweiten immer nicht. Den dritten. Ja, nein! Oh, jetzt bin ich abgerutscht. Das wäre von der Geschwindigkeit her besser gewesen. Ja! Nein! Oh, okay, aber das wär gut gewesen. Wobei, warte mal. Beim zweiten könnte ich ja trotzdem den Doppelsprung versuchen, oder? Oh, da muss der mehrere... Der braucht mehrere... Safe braucht der mehrere Treffer. Oh, der braucht safe mehrere Treffer. Der wird nicht mit einem Treffer weg sein. Oh, da müssen wir mal aufpassen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, drei sind maximal, aber... Könnte natürlich passieren. Dass ich Pech habe. Ah, jetzt habe ich... Ich wollte es mal testen. Ich werde es mal testen, wenn ich beim zweiten Mal wieder unten bin. Jetzt. Probier... Nein, ich bin an die Stein... Oh! Wieso springe ich an das Steinding ran? Mein Ernst? Ist das mein Ernst? So nicht. So. Okay. Okay, er stirbt, aber das Problem ist halt, dass er nicht schnell genug runterfällt. Sondern ich. Ja! That's it! Ciao! Oh, boy! Nice. Was ist dies? Okay, aushalten auf dem Kollegen wahrscheinlich. Oh, Junge, das wird interessant. Aber woran sterbe ich da? Man müsste doch auf ihm auch rumreiten können. Wenn er nicht irgendwie buggy wird. Ah! Aber der reagiert nicht auf mich, ne? Der hat einfach seine feste Struktur, ja, okay. Das heißt, ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich kann ihn nur nutzen. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh, das wird nicht schön. Oh, das wird nicht schön. Oh. Nein. Oh Gott. Oh Gott, das wird jetzt dauern. Versuchen wir es so ein bisschen erstmal hin und her. Und dann vielleicht auf die Wolke. Nee, die kommt nicht bald. Die kommt nicht zu bald. Ich muss einmal über die Stachel. Das hilft leider nichts. Einmal über die Stachel. Jetzt. Und dann nochmal. Oh boy! Okay. Okay, jetzt kann ich da drauf. Gut. Okay, aber der Anfang geht eigentlich sogar, wenn man den Rhythmus mal drin hat. Man einfach auf dem so ein bisschen hin und her. Nein! Ah, hab's gemerkt. Ah! Der ist schneller als Mario, deswegen muss man da wirklich rechtzeitig umändern. Ah. Schneller als Boon, meinte ich natürlich. Ja. Oh, jetzt hätte ich drüber gemusst.
Ah! Nein! Ach. So auch nicht. So auch nicht. Nee. Ach komm, das... So, jetzt rüber. Und nochmal drüber. Ah! Jetzt drüber und nochmal drüber. Och, Mann. Ba, 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 bam. Oh, wie habe ich das vorhin gemacht? Komme ich vielleicht nochmal unten drunter durch? Ich glaub's eher nicht, aber man kann es mal probieren. Aber ich glaube nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, das nervt, dass man manchmal von ihm getroffen wird, obwohl man eigentlich auf ihm drauf ist. Nein. Jetzt drüber. Jetzt mal da drauf. Ich war noch nie auf der Wolke. Mann! Die Frage ist das dann schon das Ziel oder muss man noch mehr machen? Weil dann kommen ja von oben 3 Millionen Stacheln. So, was soll ich dann tun? Dann kann ich überhaupt nichts mehr tun im Prinzip. Ne? Guck mal, wer was da runterkommt. Da kann ich überhaupt nicht, also... Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Ich hoffe einfach, dass es das dann einfach schon war. Keine Ahnung. Oder es kommt halt noch was Neues. Vielleicht kommen andere helfen oder was weiß ich. Irgendwelche Protoboos aus dem Feuer, auf die Spin jumpen muss. Was weiß ich, keine Ahnung. Wir werden sehen, was das für eine Art hier... Wohin sich das entwickelt. So, drüber. Nein! Ah, nee. Nein, dadurch, dass er so ein krasses Tempo hat, ist es echt nicht so leicht, das hin und her zu machen. Ja, genau wegen sowas. Weil dann bist du ein Stückchen zu weit vorne und wirst von ihm einfach, ja, mitgenommen beim nächsten Mal. Weil seine Stirn eben nicht betretbar ist. Also das ganz vordere Ding, das ist meistens nicht betretbar. Dann werde ich in so eine Hitbox reingeschoben, die mich killt. Nein! Ja, das meine ich. Ah, komm schon. Ich bin zu weit vorne. Nein, ich hatte gepasst. So, nochmal. Jetzt da drauf. Okay, was jetzt? Das meine ich. Jetzt kommen hier so viele Stacheln. Ach so, hä? Ach so. Ich wette, die Wolke ist gleich weg. Beim zweiten Treffer oder so ist die Wolke weg oder sowas. Keine Ahnung. Oh! Okay, huh! Ich dachte schon. Ja, moin. Oh, nee. Schatten-Ninjis. Kann ich die grünen kaputt machen? Weil die grün sind? Oder sind die einfach nur andere Farbe? Oder was muss ich denn jetzt tun?
Oder muss ich immer Wait, da oben ist ein so Block. Ich muss... drei Blöcke, drei Ninjis. Okay, verstanden. Das schmeckt. Okay, das ist interessant. So. Nein, aber wenn der weg ist, ist ja kacke. Hä? Ja, das war's. Muss ich den roten dann treffen und es geht ein grüner dann hinten? Achso, wahrscheinlich muss ich den roten treffen und der grüne geht hinten weg. Ja. Nee, der ist jetzt kaputt gegangen. Aber an gar nichts. Gibt aber auch Sinn. Weil der rote muss mich ja weiter verfolgen. Das muss ja der sein, der an mir dran ist. Die anderen interessieren ja eigentlich gar nicht. Gut. Gut. Na? Ach, komm schon. Nein, jetzt bin ich da in die Stachel rein. Jetzt war ich zu langsam. Ja, so ist es am besten. Aber wie mache ich das? Da muss ich dann halt wieder diesen Mitnehmensprung machen. Wow, das ist ekelhaft. Nein. Ah, diese Stachel da unten. Nimm ihn halt mit. Nee. Ich drücke eigentlich gar nicht mehr nach rechts. Irgendwie drückt es mich da manchmal rein. Aber wahrscheinlich drücke ich doch nach rechts und merke es nur nicht. Nein, nimm ihn doch mit. Ja. Und dann da hoch noch, okay. Und dann da mit einer Ranke wahrscheinlich noch hoch. Es ist zum Glück nicht viel. Es sind zum Glück nur drei. Das könnte man deutlich unangenehmer noch machen. Ja, schön. Ja, das ist es dann gewesen. Okay, kriegen wir hin. Da muss ich ein bisschen hin und her springen unten noch, aber das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Dann ist ja nur noch er übrig. Ah, zu bald gesprungen. Aber cooles Level wieder, muss man sagen. Das ist echt wieder ein cooles Level. Nein! In welche Richtung schmeißt du denn? Schade. Zweimal hat es gut funktioniert, aber gut, darf auch mal wieder schief gehen. Solange es im Durchschnitt immer klappt. Wow! Ich habe den Block nicht erwischt. Solange es im Durchschnitt immer klappt, bin ich ja zufrieden. Nein! Ja, wobei ist ja noch nicht weiter schlimm. Ich kann jetzt ja hier und hin und her hüpfen. Juckt ja nicht. Tschüss! Nice! Okay, was jetzt? Oh mein Gott. Die müssen nämlich an alle weg. Dafür muss ich da erstmal hinkommen. Uiuiuiuiuiui. Okay, das wird wieder so ein individueller Boss. Wobei man doch irgendwann, glaube ich, eine Route hat, die funktioniert. Schießen die immer gleich oder immer individuell? Muss ich mal rausfinden. So, der untere
Ja, doch, die sind schon immer recht ähnlich. Okay. Da ist jetzt die Frage, spielt man einfach so auf Trial and Error Prinzip? Oder nimmt man sich die Zeit, um eine Strategie zu entwickeln? Ich glaube, ich spiele auf Trial and Error Prinzip erstmal und guck. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das sah doch gar nicht so verkehrt aus. Wie habe ich das denn gerade gemacht, dass ich bis dahin gekommen bin? Ja. Irgendwie bin ich direkt zu dem hingekommen. Das war gar nicht so verkehrt. Okay. Also, die sind die ganz normalen. Das heißt, ich muss sie alle drei anspringen. Und dann wird's. Oh, das wird aber richtig interessant dann. Oh! Warte mal, kann ich nicht von dem aus direkt? Nee, komme ich nicht hin. Schade. Doch, komme ich. Ich komme direkt hin. Oh, das ist stark. Oh, das ist stark. Oh, das ist stark. Wir machen hier uns gar keinen Stress. Perfekt. So. Dann kann ich nämlich gleich mit dem unteren loslegen. Mit Glück komme ich dann gleich auf den nächsten. Ja. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Und dann noch auf den oberen. Das kriegen wir hin. Das müsste machbar sein. Ja, und jetzt muss ich nur den anderen noch von dem anderen noch ein bisschen besser abspringen. Ja! Dann haben wir doch eine kleine Strategie, die ich immer wieder verfolge. Und ich mache es nicht per Trial and Error. Sehr gut. Zack. Zack. Und jetzt, okay. Da muss ich mir noch überlegen, ob ich vielleicht doch erstmal wieder nach unten gehe. Aber dann. Es wäre halt so eine gute Gelegenheit, gleich den oberen noch mitzunehmen. Ich muss nur besser auf dem zweiten landen. Dann müsste das funktionieren. Oder ich bleib kurz. Ja, genau. Ich bleib kurz auf dem zweiten drauf, wenn ich das hin. Ich muss halt da balancieren. Nicht in die Stacheln rein balancieren. Und dann könnte ich noch versuchen, den dritten mitzunehmen. Das muss ich jetzt ein bisschen rumprobieren, aber ich denke, das ist grundsätzlich keine so schlechte Strategie. Ich denke, das ist keine so schlechte Strategie. Oh, wow. Ja, und jetzt hoch nochmal. Ja, fast. Muss dann dieser Stachel noch ausweichen? Die Stachel. Oh, okay. Jetzt wäre ich sogar gerade in ihn rein. Das heißt, es müsste eigentlich sogar kontrollierbar werden, wie ich dahin komme. Das müsste kontrollierbar werden. Hoffe ich jetzt mal. Mach nicht diesen. Na, der war zu weit nach rechts. Ja, perfekt. Und jetzt habe ich euch, wo ich euch haben will. Nein, nein, ich hatte euch. Ich hatte euch. Ihr wart nur noch drei lächerliche Chucks. Mehr wart ihr nicht mehr. Ihr wart nur noch drei lächerliche Chucks. Ich krieg euch. Ich krieg euch sowas von. Ja.
Ja, oh, ich hatte den dritten. Ich hatte sie alle drei und Mist. Mist. Großer Mist. Schade. Ah, Mann, das war so gut. Ja. Nein! Ah, ich kann nicht balancieren. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht so schwierig. Bisschen balancieren, Mensch. Kerl. Nein? Ups. Ah! Nein! Come on! Ja! So, jetzt aufpassen, aufpassen. Gut aufgepasst. Oh Gott, lol! Komm her. Nein! Ich werd bekloppt. Ich werd komplett bekloppt. Mein Glas gehört auch noch zu dem schweren Teil, die dann da unten ordentlich aufzuräumen, aber der schwere Teil ist eigentlich, sie runterzuziehen. Okay. Nein! Aber wir haben eine Strategie. Wir haben eine Strategie und die werde ich verfolgen und mit der werde ich es dann auch irgendwann hinkriegen. So, das ist das Ding. Ah! Nein, jetzt war ich wieder zu nah dran. Entweder ich gehe zu nah hin an den Stein oder ich gehe zu nah an ihn, aber ich komme nie durch die Mitte. Oder viel zu selten. Jetzt war ich wieder zu nah am Stein. Das war nicht weit genug. Yes. Okay. Mach keinen Scheiß, mach keinen Scheiß. Yes. Okay, passiert noch irgendwas? Nee, wir kriegen einfach einen Mond und sind happy. Nice. Puh. Schön. Sehr schönes Level. Gut, das war ja mal eine angenehme Partlänge. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.